Meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video und das ist, wie ich finde, eine Breaking News auf jeden Fall hier an der Stelle wert. Und dementsprechend, gestern Abend wurde das Ganze wohl ausgestrahlt im ZDF, im Öffentlich-Rechtlichen. Da hat sich der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller von der SPD, nämlich dazu geäußert, ein Lockdown wird gegebenenfalls kommen, beziehungsweise ganz genaues Zitat, Lockdown ist nicht mehr auszuschließen. Also ganz, ganz krasse, harte Worte, wie ich finde. Und es liegt wohl nicht in seinem Fokus, unbedingt den Lockdown zu machen, denn er weiß auch, was das für Probleme machen würde. Das heißt nämlich hier, das hat selbst für wenige Wochen dramatische Folgen. Also dieses Verständnis ist zum Glück schon mal vorhanden. Nichtsdestotrotz frage ich mich, ob es wirklich in einem Verhältnis steht, hier überhaupt von einem Lockdown zu sprechen. Weil wenn man sich auch die aktuellen Belegungszahlen der Intensivbetten anschaut, die liegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Berlin etwas über 1200 Betten, die zur Verfügung stehen. Etwas über 1000 sind belegt. Das klingt jetzt erstmal krass im Verhältnis, diese 1000 zu 1200. Allerdings sind nur etwas über 100 davon soweit wegen C19 überhaupt belegt. Das heißt, die anderen Intensivstationen sind wegen anderen Fällen halt belegt, wegen anderen Erkrankungen, wegen anderen Vorkommnissen und so weiter. Und dann von einem Lockdown hier zu sprechen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Des Weiteren ist es ja in Berlin auch noch so, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, irgendwas irgendwie 500 Betten, Intensivbetten könnten auch noch kurzfristig innerhalb von 7 Tagen zur Verfügung bereitgestellt werden. Also man merkt, ja, ich weiß nicht. Also ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube ja einfach, ein Lockdown ist nicht sinnvoll, besonders auch, nachdem sich jetzt hier die WHO oder mehrere Personen der WHO auch soweit geäußert haben. Lockdown, nee, sollte man eigentlich nicht mehr machen. Deswegen, ich bin auch nicht dafür, absolut nicht, weil wir haben ja vor einem halben Jahr gesehen, was das Ganze für Folgen mit sich bringt, was das Folgen für die Wirtschaft erstmal im Fokus hat natürlich. Wirtschaft sagt sich ja auch immer so leicht, ja, dann hat man halt ein paar weniger Einnahmen. Nein, Leute, das sind Existenzen, die kaputt gehen. Existenzen, die kaputt gehen, das bedeutet, das ist der Dönerladen, das ist die schöne, das schöne Restaurant, das ist der schöne, was weiß ich, Blumenladen oder sonst was. Alle möglichen sind ja davon betroffen, die sich über Jahre hinweg was aufgebaut haben und einen wochen- oder monatelangen andauernden Lockdown, meine Fresse, soweit, einfach nicht hinkriegen, das zu überbrücken. Und das ist menschlich, das ist ganz normal, das ist verständlich. Ja, dementsprechend schreibt eure Meinung unten rein, bin ich gespannt drauf. Ich bin gespannt, wie es auch in Berlin weitergehen wird. Genau, sie wollen nämlich hier auch möglicherweise nochmal die Größenanordnung der Menschen, die zur Veranstaltung zusammenkommen können, einschränken, sagte er nämlich auch noch in diesem ZDF-Bericht so weiterhin. Ah, Leute, das ist eine krasse Nummer. Das ist eine krasse Nummer. Hier auch noch weiterhin, wir haben nicht mehr viel Luft, es gibt nicht mehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, aber sorry, ein Lockdown ist für mich nicht die Alternative. Definitiv nicht. Schreibt eure Meinung jetzt unten rein. Bis zum nächsten und ciao.